Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch was an der Fassade, und zwar wie man solche Gewebeeckwinkel an Fenster spachtelt, damit man hier eine schöne saubere Kante hat. Hier habe ich das schon gemacht auf der Seite, hier noch nicht. Hier haben wir eine Anputzleiste am Fenster dran und wir werden hier zusammen mit dem Gewebeeckwinkel dann einspachteln, dass das alles schön sauber im Wasser ist, alles schön gerade ist. Und genau, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für mehr Tipps. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. An der Fassade haben wir schon eine Kratzspachtelung gemacht. Liegt daran, dass es ein Holzhaus ist und eine Dämmung drauf ist. Und da gibt der Hersteller eine spezielle Schichtdicke vom Putz vor. Deswegen haben wir es einmal mit einer Zahnung aufgetragen, spachteln das Ganze jetzt ein. Dafür kratzen wir erstmal alle überstehenden Putzreste ab. Ich nehme noch meine Traufel dafür einfach. Wenn ihr das sauber gemacht habt, dann müssen wir unsere Gewebeeckleiste zuschneiden erstmal. Dafür haben wir hier die von Brillux. Könnt ihr von jedem anderen Hersteller auch nehmen. Nur wir machen das ganze Haus mit dem Brillux-System, deswegen haben wir jetzt auch die Gewebeeckleisten von Brillux. Ihr seht, hier vorne ist ein Stückchen ohne das Plastik. Das liegt daran, dass wenn man eine große Fläche macht, also eine Außenecke, kann man das so ansetzen und dann wird einfach das Gewebe hochgeklappt, die nächste Schiene angesetzt und das Gewebe mit eingebettet, da man ja immer von Gewebe zu Gewebe 10 cm Überstand lassen muss, damit keine Risse entstehen und Spannungen. Ich nehme jetzt meine Gewebeecke, schaue, dass sie mir aufs Maß passt, schneide die mir dann gleich zu, bevor ich anfange, Material aufzutragen. Nimm eine neue Messerklinge. Und ihr könnt auch dazu eine spezielle Schere nehmen. Gibt es extra für diese Winkel. Aber braucht man eigentlich nicht. Und ciao. Super. Jetzt habe ich hier die Leiste schön aufs Maß geschnitten. Und jetzt können wir anfangen, oh sorry, hey, ich habe ein bisschen Schnupfen. Jetzt können wir anfangen, das Ganze einzuspachteln, damit wir das dann einbetten können. Dazu nehme ich jetzt meinen WD-VS-Kleber. Ihr seht, der ist nicht zu dünn. Trage das Ganze erstmal auf an den Seiten. Natürlich auch nicht zu dünn auftragen. Das Gewebe muss sich hier einbetten lassen und es geht nicht, wenn zu wenig Material drauf ist. So, jetzt haben wir es hier außen. Jetzt müssen wir das Gewebe hier weghalten und schmieren das noch unter das Gewebe. Jetzt können wir die Anputzleiste das Gewebe einbetten, damit das schon mal verstaut ist. Achtet, dass keine Wellen drin sind. So. Und jetzt noch ganz wichtig, da wir flexibel sein wollen mit der Eckschiene, geben wir hier noch einen Wulst an die Ecke. So können wir dann die Gewebeecke besser justieren mit der Wasserwaage. Es hilft euch ja nichts, wenn unter der Eckschiene kein Material ist, dann ist es ja hohl. Deswegen habe ich jetzt hier einen Wulst, dann füllt sich das unter der Eckschiene auch noch schön. So, jetzt betten wir mal unsere Gewebeecke ein. Natürlich schön aus Maß geschnitten. Und jetzt müssen wir gucken, macht ein Auge zu, damit es im rechten Winkel zum Fenster ist. Oder nehmt einen Winkel, damit das überall der gleiche Abstand ist. Gut, passt. Jetzt fixiere ich das Gewebe erstmal.
Und jetzt kommt die Wasserwaage zum Einsatz. Wir können verschiedene nehmen. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche in zwei unterschiedlichen Größen, dass ich für jedes Maß eine habe. Ich probiere es jetzt mal mit der großen. Und jetzt müssen wir aufpassen, damit es hier gerade ist. Deswegen schauen wir unsere Wasserwaage in die Libelle, wenn die sauber wäre. Und jetzt können wir so unsere Leiste einrichten, indem wir mit der Traufel oder Spachtel das Ganze verschieben. So. Andere Seite noch checken. Schaut gerne mehrmals öfter in die Seiten rein. Hier muss ich ein bisschen rüber, ein bisschen raus. Hier kann es sein, dass es auch einen Abstand gibt. Wenn ihr das verschiebt, dann müsst ihr das einfach alles nachschieben, damit es dann überall gerade ist, nicht krumm ist. Und jetzt sagt mir die Wasserwaage, dass es passt. Jetzt überziehe ich das einfach, fixiere das Ganze noch besser. Schauen wir nochmal rein. Ja, ein bisschen hat sich verschoben, jetzt können wir es nochmal justieren. Jetzt passt es wieder. Jetzt kommt das Innere, das ist ein bisschen schwieriger zum Verspachteln. Entweder ihr zieht es so raus, aber dann habt ihr wieder den Huckel drin. Und da wir eine Anputzleiste haben, können wir an der Schiene entlang fahren und können hier den Bauch dann vermeiden. Deswegen nehme ich mir jetzt auf die vordere Seite von der Traufel Material und ziehe mir das mal so hoch. Da habe ich Material aufgetragen, jetzt suche ich mir die Leiste zum Abziehen. Ich nehme das Material weg. Da unten schaut es schon sehr gut aus. Jetzt haben wir eine schöne Laibung, können dann nochmal überprüfen, ob es einen Bauch gibt, indem wir an der Führungsschiene und an dem Fenster, an der Fensterecke dann ansetzen. Und wenn das passt, nehmen wir unsere Außeneckkelle und ziehen mal an der Ecke entlang, damit wir eine schöne Außenecke haben. So, perfekt. Jetzt haben wir es eingespachtelt. Wenn ihr oben auch noch Gewebe macht, so, dann müsst ihr die Anputzleiste um die Ecke machen, damit in der Ecke auch noch Gewebe ist, damit keine Risse oben hier im Eck entstehen. Und ansonsten war es jetzt. An der Fassadenaußenecke kann man das genauso machen, nur dass man halt in mehreren Lagen arbeitet mit mehreren Leuten und dann halt eben das Gewebe überlappen lässt an der Unterkante von der Schiene, da wo das Plastik fehlt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, euer Tobi.